Wir sind eine ganz, ganz heiße Nummer und ihr schaut Eichach.tv. Eine ganz heiße Nummer. Die Autogrammstunde mit den Darstellern Gisela Schneeberger und Feridat Schmidt-Modrow lockte zahlreiche Cineasten an die Kinokassen. Der Film handelt von drei Frauen, die aus der Not heraus heimlich eine Telefonsex-Hotline betreiben und das in einem erzkatholischen Dorf. Die bayerische Komödie war in Eichach eine wirklich ganz heiße Nummer. 11.000 Besucher, das ist schon einfach der Wahnsinn. Man muss wirklich sagen, es war ein Schlager, es war der besucherstärkste Film dieses Jahres im Kino Eichach, im Cineplex Eichach. Das ist schon sehr erstaunlich. Er hat Blockbuster wie Harry Potter auf die anderen Plätze verwiesen. Ja, es war deswegen naheliegend, dass wir auch die Stars zu uns nach Eichach holen. Und ich denke, man sieht, es ist ein voller Erfolg. Die Leute sind ganz begeistert, dass sie auch die Stars mal hautnah erleben können, auch mal ein Autogramm holen können. Und ich glaube, den Stars macht es aber auch Spaß zu sehen, wie gut ihr Film hier in Bayern ankommt. Und ich denke, das spielt auch einfach eine Rolle mit dem bayerischen Akzent und einfach der Nähe zu Eichach in dem Fall, dass der Film so gut gelaufen ist. Dieser Erfolg muss gefeiert werden und so überreichen die Stars höchstpersönlich dem 11.000. Besucher eine Kinojahreskarte. Heike Meyer aus Unterschneidbach freute sich zusammen mit ihrer Familie über ihren Gewinn. Was glauben Sie beide, macht den Film so reizvoll? Warum war der Film der erfolgreichste überhaupt in dem Jahr in Eichach? Also das haben wir gerade gehört, dass er der erfolgreichste war und ich glaube, also der Dialekt macht schon auch und einfach, weil ich glaube, das sind lauter Figuren, wo sich die Leute mit identifizieren können. Das sind so Leute, ganz normale Menschen spielen hier, gell? So wie du und ich. Ja, genau. Also insofern, glaube ich, hat das viel. Und die Geschichte ist witzig. Und es hat einfach einen Charme. Also, ja. Und und er ist halt auch nicht nur Klamauk oder nur lustig, sondern hat auch die ernsten Töne. Und das, glaube ich, macht es halt einfach aus, dass die Leute da total drauf abfahren, anscheinend. Sie beide haben ja schon sehr vielen Filmen mitgespielt, hauptsächlich mit regionalem Bezug auch. Oder auch eben nicht mit regionalem Bezug. Wie ist denn da der Unterschied? Warum glauben Sie eben, was zeichnet diesen regionalen Bezug gerade hier in Bayern aus? Warum funktioniert so ein Format gerade in Bayern so gut? Ja, also da haben wir uns auch drüber unterhalten. Also wir könnten uns auch vorstellen, dass der Film irgendwo im Ruhrpott spielt und dann in dem ihren Dialekt, es ist wirklich erstaunlich, dass der bayerische Dialekt ist irgendwie besonders beliebt. Ich weiß es auch nicht, woran es liegt, aber er ist vielleicht ein bisschen charmanter als hessisch oder als fränkisch oder aber also ich glaube, Dialektfilme werden überhaupt gerne gesehen und wir spielen auch gerne Dialekt, gell? Ja, sehr gerne. Es ist besonders schön, ja, weil es doch irgendwie authentischer noch ist und weil man da so daheim ist. Ja, genau. Und, weil man so reden kann. Obwohl wir beide Chamäleone sind, wenn einer Hochdeutsch spricht, reden wir es automatisch auch Hochdeutsch. Also muss ich jetzt richtig loslegen mit dem Bayerisch? Aber ja. Ich kann ja gar nicht so richtig. Nein. Das ist das Problem. Wir passen uns an. Okay. Was haben Sie das erste Mal gedacht, als Sie das Drehbuch gesehen haben? Oder gelesen haben, besser gesagt? Ja, also ich dachte, ja, ein schönes Buch und so weiter, aber mir war nicht sogar klar, dass ich ja diese ganzen schlüpfrigen Texte dann vor versammelter Mannschaft dann sprechen musste. Also das habe ich mir irgendwie ein bisschen schön geredet. Es war beim Drehen dann doch manchmal ein bisschen, man hat dann oft gelacht aus reiner Not, um sich ein Ventil zu schaffen. Aber insgesamt finde ich das Drehbuch, es geht ja nicht nur um Telefonsex, es geht ja um die ganze Dorfgemeinschaft und um die Intrigen, die es auch überall gibt. Und insofern, also ich finde das Drehbuch, also hat uns allen sehr gut gefallen. Ja. Fredi. Ging mir auch so. Ja. Fertig. Ja, bitte. Sagt immer Fredi. Fredi. Ja, Fred hat auch was. Ja. Ja, nein. Der berühmte Fred Rei. Der berühmte Fred Rei hier von Westerstadt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber ein bisschen Werbung machen wir nicht genau. Nein, ich fand es schon auch einfach ein schönes Buch und sehr abwechslungsreich. Und ich hatte jetzt diese Probleme mit Telefonsex, das selber sprechen zu stimmen zu müssen, hatte ich jetzt nicht. Aber ich hatte einfach nur Lust darauf. Welche Szene haben Sie am häufigsten spielen müssen? Weil Sie lachen, weil Sie von Lachen. Ja, ich glaube so die erste im Film, wo wir dann eben, wo jemand anruft, am anderen Ende ist und dann so
so gescherte Sachen ins Telefon stöhnt. Und da haben wir, also weil das war das erste Mal, dass wir so eine Szene dann gedreht haben und da haben wir schon sehr oft lachen müssen. Also da haben wir oft abbrechen müssen. Und bei der Rosalie war es so, die Geschichte Maisfeld, wo sie den Telefonsex-Anruf kriegt und ja, war öfter der Fall, aber es schadet ja nichts. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, doch. Sie beide kommen ja aus der Region, aus Schlumhausen, und ich glaube, ja, darf man gar nicht sagen, gell, sagen wir nicht. Auf jeden Fall aus der Region. Oder darf man sagen, ich weiß es ja nicht. Wie ist es eigentlich jetzt für Sie? Sie sind ja quasi prominent, wenn Sie jetzt hier unterwegs sind. Man kennt Sie ja aus der Region, wahrscheinlich auch von früher und Familie und Freunde und von der Schule. Ist hier die Welt trotzdem noch in Ordnung für Sie oder müssen Sie jetzt immer eingemummt auf die Straße gehen, um nicht erkannt zu werden? Wie ist also das bei mir hält es sich in Grenzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Ja, genau. Ja, er ist ja heute auch mit Sonnenbrille und Hut. Ja, Nein. Mit Perücke. Sieht gut aus übrigens. Ja. Nein, das hält sich so sehr in Grenzen, dass es einfach... ist schon fast zu viel in Grenzen. Nein. Es ist halt einfach genau so, dass es einfach schön ist. Also man hört es halt immer von den Stars und so, dass die halt echt richtig Probleme haben, weil die nicht mehr U-Bahn fahren können. Ja, aber wir sind ja keine Stars. Ja, eben. Und deswegen... Ja. Wir wollen auch, glaube ich, gar keine sein, oder? Nee. Es kommt auch immer auf einen selber an, wenn man so eine starke Tour hat und dann, hoffentlich kennt mich keiner. Zum Beispiel, ich spiele jetzt gerade mit dem Michi Altinger, spiele ich Theater und der erzählt halt, dass er halt schon U-Bahn auch fährt und fahren kann, aber es immer wieder mal solche Menschen sind dann eigentlich auch immer ganz nett, aber die sagen halt dann so Sachen wie, jetzt beißt du mal von meiner Wurstzähne ab. Ach so, ja, das ist bei denen natürlich halt wieder so, was anderes. Ja, danke. Ja. Das brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich fände es schade, wenn man nicht mehr U-Bahn fahren kann. Ja, also das finde ich irgendwie, da geht einem auch ein Stück Lebensnähe verloren. Also das, man muss das austarieren und das ist auch, wie man sich selber verhält. Das ist noch meine persönliche Lieblingsfrage, also eine angenommene Frage. Angenommen, wir von Eichach TV hätten vor, einen regionalen Film hier in Eichach zu produzieren. Was müsste denn das Drehbuch auszeichnen oder was müsste das Drehbuch dann haben, dass Sie beide sagen würden, Mensch, das finde ich so toll, diesen No-Budget-Film, würde ich mit einer kleinen Gastrolle unterstützen? Ach, also ich habe schon öfter No-Budget-Filme gespielt, also wenn mir das Drehbuch gefällt, wenn Sie es gut geschrieben haben oder wer, ich weiß nicht, wen Sie als Autoren zur Verfügung haben, dann würde ich immer in einem No-Budget-Film mitspielen, aber es muss mir gefallen, der Stoff. So sehe ich das auch. Ich habe auch schon viele No-Budget-Filme gedreht und es kommt halt immer darauf an, auch vor allem wie ehrlich man drehen muss. Also wenn das irgendwie so aufgesetzt ist, ich will jetzt unbedingt was Besonderes haben oder irgendwie sowas, das funktioniert meistens nicht. Aber wenn das Drehbuch einfach ehrlich ist und nah am Leben, das klingt immer so pathetisch, aber halt einfach ehrlich ist, dann macht sowas Spaß. Okay, dann versuch mal ein ehrliches Drehbuch zu schreiben, würde ich ja sagen. Ihr Name bitte. Ja, wir haben ja nochmal dein Kärtchen. Ja. Wenn Sie Lust haben und Zeit haben, könnt ihr gerne mal reinschauen. Reingeschaut und für gut befunden. Der bayerische Film überzeugt nicht zum ersten Mal. Wir sind schon bemüht, dass wir neben den Normalprogrammen auch immer regionale Filme spielen. Wir hatten den Herrn Rosenmüller schon ein paar Mal zu Gast. Das ist immer, denke ich mal, interessant und man kann immer regional einfach die Leute darauf hinweisen, dass es ein Film ist, der wirklich aus Bayern kommt, auch wenn es nicht mehr die ganze Region ist. Aber wir hatten selbst schon einen Film aus Eichach hier zu Gast. Welchen denn? Das war der Prinz Blechleber.